Ganz persönlich muss ich sagen, der 26. Jänner war natürlich ein herber Tiefschlag. Wir haben uns angeschaut, woran kann das gelegen haben. Wir haben natürlich auch Themen diskutiert in diesem Wahlkampf, die eigentlich so in der Form einfach schief gegangen sind. Wieder Neustart der Wirtschaft ist es für die Gemeinde eine ganz, ganz große Herausforderung, einmal zu schauen, wie schauen die Budgets der Zukunft aus? Was können wir uns denn überhaupt da noch leisten? Da sehen wir noch nicht ganz klar, wir wissen nicht, wie die Bundesmittel ausschauen werden etc. Am 7. Juni erfolgt die Wiederholung der Gemeinderatswahlen in Berchtoldsdorf unter verschärften Corona-Bedingungen. Wir sprachen dazu mit Bürgermeister Martin Schuster. Hören Sie und sehen Sie das komplette Interview jetzt. Am 7. Juni kommt zur Wiederholung der Gemeinderatswahlen in Berchtoldsdorf. Wie ist es dazu gekommen? Also wir hatten am 26. Jänner ein sehr knappes Ergebnis. Eine Stimme war nach Auszählung von allen Sprengeln dann entscheidend über die Mehrheit. Und die Grüne Partei Berchtoldsdorfs hat dann das Ergebnis dieser Wahl angefochten. Die zuständige Stelle ist die Landeswahlbehörde und die hat dann entschieden, sein Gremium, die hat dann entschieden, dass aufgrund verschiedener Mängel in verschiedenen Wahlsprengeln in Berchtoldsdorf die Wahl zu wiederholen ist. Was waren das für Mängel? Das waren Auszählungsdifferenzen, Protokollfehler etc. Dinge, die bei normalen Wahlen, wenn also ganz klar ist, wie das Ergebnis ausschaut, vielleicht über die eine oder andere Stimme, aber nicht am Gesamtergebnis eine Änderung herbeiführen. Wenn es aber so knapp ist, dann muss man natürlich wirklich dafür Sorge tragen, aus demokratiepolitischer Sicht, dass das wirklich in Ordnung gebracht wird. Und deshalb gibt es jetzt eine Wahlwiederholung am 7. Juni. Welche Bedeutung hat das jetzt in Corona-Zeiten, diese Wahlwiederholung? Also da haben wir natürlich zwei Gesichtspunkte. Der eine ist, dass wir am 7. Juni ganz besonders gefordert sind, ordnungsgemäße Wahlen durchzuführen. Das heißt, wir haben ganz besonderes Schwergewicht auf das Instrument der Wahlkarte und damit der Briefwahl gelegt. Briefwahl ist einfach ein ganz besonders sicheres Mittel, seine Stimme abgeben zu können. Gott sei Dank wird das auch von sehr vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern in Anspruch genommen. Das ist einmal die eine Seite. Das zweite ist natürlich, das Wählen im Wahllokal muss besonders sicher gemacht werden. Die Wahlkommissionen müssen möglichst viel Platz haben. Da haben wir einen Ordnerdienst eingerichtet, die Abstände entsprechend definiert und Wahllokale, die einfach, weil sie so klein sind, ungeeignet sind, ersetzt. Das heißt also, da wird man zum Beispiel statt in einem Kellerlokal in einer Wohnhausanlage im Bereich des Freizeitzentrums oder in der Garage des Roten Kreuzes das Wahllokal machen, damit man einfach genügend Platz hat. Das ist die Organisation der Wahl. Und inhaltlich ist es natürlich eine ganz besondere Herausforderung. Sind doch alle gewohnt, gerade in Berchtoldsdorf mit den Menschen auf Tuchfühlung zu gehen, zu reden, das eine oder andere Problem zu erörtern. Naja, das war jetzt die ganzen letzten Wochen überhaupt nicht möglich. Und auch jetzt, wo eigentlich auch schon die Heurigen wieder offen sind und die Lokale, ist es trotzdem im Abstand, mit dem Verteilen etc. doch eine andere Herausforderung. Das heißt, es verlagert sich natürlich sehr viel auch auf die modernen Medien, auf die sozialen Medien, aber natürlich das persönliche Gespräch darf und soll nicht zu kurz kommen. Und das ist natürlich in der nächsten Zeit eine der Herausforderungen, wie wir das machen. Jetzt hat es bei der ersten Wahl im Jänner für die ÖVP ziemlich große Verluste gegeben. Wurde das hinterfragt? Ja, man muss immer alles hinterfragen, selbstverständlich auch ein Wahlergebnis, wie es im Jänner für die Volkspartei im Ort ausgeschaut hat. Also die Zeit hat sich natürlich dramatisch geändert. Wenn mir jemand gesagt hätte, zu Beginn des Jahres 2020, was uns da alles erwarten wird, nicht nur in Berchtoldsdorf, sondern natürlich in ganz Österreich, weltweit, dann hätte ich gesagt, naja, das ist aus einem schlechten Film ein Ausschnitt, aber nicht die Realität. Ganz persönlich muss ich sagen, der 26. Jänner war natürlich ein herber Tiefschlag. Wir haben uns angeschaut, woran kann das gelegen haben. Wir haben natürlich auch Themen diskutiert in diesem Wahlkampf, die eigentlich so in der Form einfach schief gegangen sind, wo die Positionen unklar waren, also in der Kommunikation ganz viele Fehler gemacht. Und dann kam natürlich auch die Phase der Corona-Schließungen etc. Und die hat natürlich wieder eine ganz andere Dynamik, ja, weil es dann plötzlich um ganz andere Themen geht im Ort. Also es geht um plötzlich, wie gehen wir miteinander um, wie können wir Hilfe organisieren, wie kann das in Berchtoldsdorf trotz dieser Maßnahmen funktionieren. Und jetzt natürlich ganz spannend, wie geht es nachher weiter, also wie gehe ich auch so einer Situation heraus. Und das hat natürlich auch den Eindruck dieses Wahlergebnisses neu definiert und neu geprägt. Und ich bin sehr neugierig, was der 7. Juni bringen wird. Was hat sich die ÖVP vorgenommen, in den nächsten 5 Jahren in Berchtoldsdorf umzusetzen? Also in einer Zeit, in der wir jetzt sind,
wieder Neustart der Wirtschaft, ist es für die Gemeinde eine ganz, ganz große Herausforderung, einmal zu schauen, wie schauen die Budgets der Zukunft aus? Was können wir uns denn überhaupt da noch leisten? Da sehen wir noch nicht ganz klar, wir wissen nicht, wie die Bundesmittel ausschauen werden etc. Für mich ist aber klar, man wird sich konzentrieren müssen auf die ganz, ganz wesentlichen Themen einer Gemeinde. Das ist natürlich die Infrastruktur, unsere Lebensinfrastruktur. Wir schlagen ja gerade einen neuen Brunnen im Begrischpark, also Wasserversorgung wird uns begleiten. Es wird das Thema Klimaschutz, Natur- und Umweltschutz weiterhin ein sehr, sehr großes Schwergewicht haben. Deshalb, weil wir natürlich hier die Auswirkungen Klimaveränderung sowohl im Wald als auch in der Landwirtschaft, aber auch jeder und jede von uns ganz persönlich merken und deshalb auch hier entsprechend Maßnahmen ergreifen müssen. Und wichtig ist natürlich auch in der nächsten Zeit die Kontakte nach außen, das heißt, dass auch uns auch im Land Niederösterreich dort oder da unter die Arme gegriffen wird, wenn es wirklich um Projekte geht und Projektideen, die einfach für den Ort notwendig sind. Und das Wichtigste dabei ist, ich könnte heute gar nicht sagen, was in den nächsten 5 Jahren alles noch auftaucht, weil wir haben in den letzten Wochen erlebt, wie schnell es gehen kann, dass Themen plötzlich obsolet sind und neu auftauchen. Wichtig ist mir aber auch dieses Miteinander im Ort. Da haben wir natürlich vor der letzten Gemeinderatswahl doch einige Gräben aufgerissen. Ich hoffe, dass es uns gelingt, nach der nächsten Gemeinderatswahl dort auch wieder Brücken zu bauen und auch die verschiedenen Kräfte im Gemeinderat gemeinsam in eine Richtung zu arbeiten. Wie sind die Corona-Maßnahmen aus Ihrer Sicht in Berchtoldsdorf umgesetzt worden von der Bevölkerung? Also ich hatte das Gefühl, dass das sehr schnell, sehr gut und sehr effizient gegangen ist. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es eigentlich auch eine hohe Akzeptanz in Berchtesdorf gab, was die Maßnahmen betroffen hat. Aber natürlich auch jetzt eine große Freude, dass es wieder Lockerungen gibt, dass man das gesellschaftliche Leben, das kulturelle Leben und auch natürlich das wirtschaftliche Leben wieder in Richtung Normalität entwickelt. Und ich hoffe, dass wir da genauso effizient sind beim Wiederstarten, wie wir beim Runterfahren waren. Ein großes Thema vor der Corona-Krise war da um die Umgestaltung des Marktplatzes. Wie geht es da jetzt weiter? Also aus meiner Sicht war das eine sehr unglücklich geführte Diskussion, weil hier Themen vermischt worden sind und weil hier natürlich auf längere Zeit die Diskussion einfach schief gelaufen ist. Aber aus meiner Sicht werden dafür, das gehört zu jenen Projekten und Großprojekten, einfach schlicht die Mittel nicht da sein. Und es wäre schade, sich jetzt über die Umgestaltung Gedanken zu machen, wenn man heute schon weiß, dass die finanziellen Mittel nicht da sein werden. Dass es aber natürlich unser Herzstück Marktplatz immer wieder Beachtung braucht und dass man Belebungen braucht, wie zum Beispiel mal eventuell einen Bauernmarkt, Veranstaltungen etc., das ist für mich außer Streit. Wir werden sicherlich alle immer über das Thema Marktplatz irgendwo diskutieren, aber eine Umgestaltung ist aus meiner Sicht vom Tisch. Was wäre für die ÖVP ein Erfolg am 7. Juni? Es ist also in Zeiten wie diesen so schwer zu sagen wie irgendwas. Ich persönlich wünsche mir einen klaren Auftrag. Das wäre eine klare absolute Mehrheit. Das wäre mein ganz persönliches Wahlziel. Ich glaube, dass wir gezeigt haben, nicht zuletzt auch in der Krise, nicht nur ich persönlich, sondern das gesamte Team, auch der Gemeindeverwaltung, dass wir es können. Und ich würde das gerne auch weiter tun. Und wie es halt so ist in der Politik, dazu braucht es einen Auftrag. Und den hoffe ich am 7. Juni zu bekommen.